was gibt uns denn? Herzlich willkommen zu einem weiteren komplett verrückten Squabbler-Battle. Das kann man jetzt wirklich nicht mehr toppen. Wir machen ein 100 Mio Coins SBB Extreme. Der Gegner heute ist Cenk. Hey, was geht ab, Leute? Cenk ist auch mit am Start. Freut mich, danke für die Einladung. Wobei, ich weiß nicht, ob es mich freuen sollte. 100 Mio Extreme SBB ist schon hart. Also, der Hertha geht gar nicht mehr. Man kann das nicht mehr toppen. Ihr seht unsere beiden Starspieler, da geht's schon los. Wir haben 99 Ronaldo, wir haben 99 Messi, die beiden verrücktesten Karten im Spiel. Die Teams werden insgesamt 100 Mio kosten bei einem Markt, der absolut down ist. Das heißt, wir haben nur die Creme de la Creme in unseren Teams. Das ist das erste Mal, dass ich und Cenk was aufnehmen. Das erste Mal, dass wir gegeneinander spielen. Keine Ahnung, vielleicht gewinne ich 5-0, vielleicht gewinnst du 5-0. Alles ist möglich. Und das Ding ist, bei dieser Extreme-Variante ist halt, ja, alles, was gesniped wird im Team, es wird bestimmt ein bisschen was gesniped. Da kommen ja Bronzespieler hin. Aber am Ende zum Discarden kommen wieder die guten Spieler rein. Das heißt, wir haben ein volles Top-Team am Ende. Und wenn man da mehrere Schüsse hat, Game Over, ne? Dann hast du ehrlich Game Over. Also ich weiß nicht, es gab schon SBBs bei mir, da wurden 5 Millionen discardet. Es gab welche, da wurden 10 Millionen discardet. Es wurden auch schon 15, ich glaube sogar auch 20 Millionen discardet. Ich weiß nicht, wie das heute endet, das ist gottlos. Dafür müssen wir auf jeden Fall die 20.000 Likes heute voll machen. Danny, für die Extreme-Folge 30.000, sag ich dir ehrlich. Also wenn ihr das schafft, so nochmal, das wird alles abrunden. Wir haben das alles aufgebaut, wir haben mit 20 Mio SBBs gestartet. Irgendwann kam 50, dann kam 70 Mio, auch mal ein bisschen mit Mystery Ball. Aber wir sind jetzt heute bei einem 100 Mio Extreme SBB. Also ich muss sagen, ehrlich, ich zitter ein bisschen. Lasst ein Like da, abonniert den Channel, checkt Cenk ab, der Link ist in der Beschreibung. Und Digga, ich weiß nicht, was soll ich zuerst reinhalten? Willst du zuerst reinhalten? Hier geht's um viel auf jeden Fall. Sag du. Du kannst dich ja nicht mal freuen, wenn von dir ein teurer Spieler direkt gesniped wird, weil du ihn eh am Ende wieder reinstellen musst, ne? Aber das ist das Schlimmste, wenn einer gesniped wird, spielt er nicht mit, aber er kann halt discarded werden. Heute Spieler, die getroffen werden. Game over. Ne, okay, komm, halt du mal rein. Ich füge an. Okay. Du hattest ein Set-Drive, ein Stürmer. Ich habe zwei Namen von teuren Karten. Okay, mein erster ist halt direkt sehr auffällig, leider. Dein Starspieler, CR7. Ich hoffe, er darf mitspielen. 15 Millionen geblecht. Sehr schwer zu kriegen, zu snipen, der ist extinct. Und im Z-Drive habe ich eine Karte, die ist auch sehr cool. Ich habe jetzt einfach einen Putti-Dreier-Kette da vorne. Griezmann. Das Ding ist, diese 15 Mio, die Cristiano Ronaldo kostet, die sind schon sehr viel wert. Die pushen schon richtig das Team, deswegen habe ich ihn auch als Star genommen. Und ich habe ihn bei dir aufgeschrieben. Ich habe Cristiano Ronaldo, ich habe Ronaldinho noch aufgeschrieben. Leider Griezmann, okay, der war wirklich undercover. Aber der kostet sogar auch relativ viel, über eine Mio, ne? Aber Ronaldo, der kann auf die Bank und direkt einen Bronzekeeper vorne rein. Ja, schön, danke. Es geht direkt mit dem Bro los. Erster SBB gegen Danny. Ich werde direkt auseinandergenommen, egal. Okay, mache ich, danke. Ein besserer Start ging nicht. So, okay. Bist du ready für meine beiden Karten? Mhm. Ja, das Ding ist, es gibt vorne schon ein bisschen Auswahl an teuren Karten, muss man sagen. Ich habe mich für zwei entschieden, die schon sehr geil sind, aber vielleicht auch irgendwie durchrutschen können. Man weiß nie. Wir haben als erstes Ronaldo. Nach dem normalen Ronaldo kommt auch der alte Ronaldo, R9 Trophy Titans. Und daneben, ich bin gar nicht unauffällig heute gegangen. Ich hatte erstmal ganz anders gebaut, überlegt so ein bisschen mit Pogba und Hullet und keine Ahnung was. Und dann dachte ich, nee, vielleicht schreibst du so auf und dann kann ich am Ende vielleicht R9 und Mbappé zocken müssen die Spieler. Boah, okay, macht er gut. Aber ich sag dir ehrlich, wir beide spielen heute mit einem Bronzestürmer, Bronzekeeper. R9 ist auf der Tafel. R9 und Messi, Bro. So wichtig. Dass du Messi aufschreist, war halt auch so klar, ne? Weil der ja, 10 Millionen kostet. So, den konnte ich nicht benutzen. Ah, gut, R9 kann ich jetzt auch nicht benutzen, aber ist gut, dann wollte ich ihn. Den habe ich noch nicht gekauft. Nur wenn er jetzt am Ende gehittet wird beim Snipen, dann hole ich den natürlich. Aber sonst habe ich mir die Gebühren wenigstens jetzt erstmal gespart, so mäßig. Okay, ja, beide haben was Teures schon mal zum Snipen auf der Bank und keine Ahnung, wir machen weiter mit Mittelfeld. Ja, 1-1 bisher in diesem verrückten 100 Mio SBB. Mittelfeld. 4 Spieler haben wir beide auf der Tafel stehen, ne? Ich würde sagen, ich halte einfach mal meine 4 Tipps für dich rein. Boah, das ist jetzt so eine taktische Angelegenheit. Das Ding ist, mein Angriff kostet ja schon knapp 30 Mio, das ist schon mal geil. Aber jetzt kommen schon wieder viele Mios. Linke Mittelfeld erstmal. Der ist bisher jedes Mal, der funktioniert, wenn ich den genommen habe. Ich hoffe heute auch, weil da gibt es krassere. Ginola Hero. Okay. Wie wichtig der wird. Der linkt nämlich die anderen Karten hier. Und halt auch Mbappé. Okay, erstmal haben wir noch Touré Futis. Der ist ja eh von selber auch auf voller Chemie.
Dann haben wir, boah, ich war richtig am Überlegen, soll ich meinen 99er De Bruyne nehmen? Aber du weißt wahrscheinlich, dass ich den hab, so, und den habe ich ja immer im Verein, deswegen habe ich den extra nicht genommen. Geh auf Van Dijk 98 und rechte Mittelfeld. Da kommen jetzt auch nochmal richtig Münzen rein. Ich nehme im rechten Mittelfeld die Karte, die du eben aufgeschrieben hast. Ich hoffe, jetzt kommt sie unauffällig. 99er Messi auf der rechten Seite. Ey, der kommt mehr als unauffällig. Ich wusste noch nicht mal, dass der AM spielen kann. Ich dachte, der kann nur Stürmer und MS. Oh Mann. Okay, warte, lass mich raten. Du hast Ori aufgeschrieben, du hast Pelé aufgeschrieben auf außen. Ist sogar richtig. Und in der Mitte hast du, da brennt es jetzt aber ein bisschen. Jetzt bin ich gespannt, wer in der Mitte ist. Willst du nochmal raten oder soll ich es einfach raushauen? Vieira wegen Mbappé und Zidane vielleicht wegen Mbappé. Boah, Zidane war richtig, aber der andere war Rullet, Klassiker. Auch Klassiker mit dem. Aber alle bleiben! Ja, alle bleiben! Behalten. Okay, das ist nice, Digga. Das ist nice. Okay, ja, dann kommen wir zu denen. Besorge ich dir auch gleich direkt nach dem. Ja, gleich. Wenn wir erstmal geguckt haben, wen du im Mittelfeld hast. Ich habe auch vier Namen. Okay. Ja, von vier Namen muss doch irgendwas stimmen. Von vier Stimmen. Ja, dachte ich auch. Bis du eben gesagt hast, dass du alle behalten darfst. Okay, ich fange mal rechts an. Ich hoffe, du bist nicht auf den gegangen, den du eben getippt hast, nämlich Henri. Boah, so eine coole Karte, ne? Ohne Witz. Ich habe so Lust auf den. Dann habe ich Toti Icon Rullet. So geil, First Owner. Und dann haben wir einen Spieler, den ich noch gar nicht im Squad habe. Muss ich dann gleich kaufen, wenn ich ihn denn behalten darf. Das ist Touré Footies. Eine sehr krasse Karte. Wirklich meine Lieblingskarte in diesem FIFA bisher. Und auf links außen haben wir dann den highest rated Spieler, Pelé Shapeshift-like. Muss ich mir auch kaufen, wenn ich ihn denn behalten darf. Endlich, Digga. Du bist so durchgerutscht. Echt jetzt? Ich habe Ronaldinho, Zidane, Van Dijk. Und eigentlich fürs rechte Mittelfeld habe ich ihn aufgeschrieben. Aber es zählt ja trotzdem Pelé. Nice. Das Ding ist, dadurch, dass heute diese Extreme-Variante ist, muss man auch nicht die Position daneben schreiben. Bei mir auf dem Kanal musste man sowieso noch nie Position daneben schreiben. Aber Leute haben vorgeschlagen, damit bei so teuren SPBs nicht so viel Bronze ist, dass man dann schreiben muss, Pelé, RM, Ronaldinho, ZOM, bla bla bla. Ja, haben wir jetzt heute nicht gemacht, weil heute ist ja für die Zuschauer geil, wenn viel erraten wird. Jetzt ja am Ende sogar eben noch discarded werden kann zusätzlich, deswegen heute nicht. Ist für mich jetzt auch gut. Weil jetzt bin ich ein Bronze im Vorteil, so, den kannst du erstmal besorgen und dann geht's gleich noch auf die letzte Position. Leute, jetzt wird der gesamte Rest gesniped. Das ist geil, wir hatten die fast gleiche Formation so vom Prinzip, das heißt, wir werden jetzt auch beide gleichzeitig die restlichen Spieler snipen. Ich halte als erstes rein, ich will wissen, ob ich noch was weiteres habe. Das wäre wirklich so big. Wenn ich jetzt noch sogar zwei oder drei habe, man weiß nie. Das ist der Gamechanger. Annie, bitte brich mich nicht. Nicht in der Verteidigung. Ich fange an mit einer Karte, Bro. Die haben, glaube ich, echt wenige. 97er Varan. Der hat jetzt gar keinen festen Preis auf Footbin, aber ich glaube, der ist schon teuer genug, wenn man den discarden müsste, theoretisch. Dann habe ich Eder Militao, Team of the Year. Und einen Spieler, den habe ich auch noch nicht im Verein. Muss ich mir dann auch gleich kaufen. Es ist die deutsche Legende Schweinsteiger als Shapeshifter-Icon. Und im Tor dann noch eine weitere Toti-Icon. Auch sehr cool, Van der Sar. Okay. Van Dijk, Maldini, Schweinsteiger, Samba. Nein. Das ist super. Ja, das ist der, den du auch noch nicht gekauft hast, oder was? Das ist der, den ich noch nicht gekauft habe. Hey, einer war schlau. Die offensichtlichen wurden alle noch nicht eingekauft. Und hey, die wurden schön größtenteils weggesniped. Okay, ja, Glück im Unglück, ne? Außer bin ich hinter das Graben. Ey, okay, weißt du was? Ich halt jetzt rein und ich hau dir auch einen raus. Ganz locker. Sehr gespannt. Okay, jetzt bin ich erstmal, ich habe auch einen Spiel, den ich noch nicht gekauft habe. Okay. Den jetzt auch hast. Nein. Dann wäre unfassbar. Das ist eine teure Icon. Ich habe mich gerade vertan, das ist gar nicht der Bruder. Die Namen waren ähnlich. Es ist Lothar Matthäus, der einmal Innenverteidiger spielt. Er ist eigentlich nicht die einzige deutsche Icon hinten, du hast ihn selber gehabt, Schweinsteiger. Dann kommen wir in der Mitte. Ich bräuchte an sich nicht mal mehr noch eine Liga, aber ich mache es einfach. Frankie de Jong, weil er auch nochmal Coins bringt. Und im Tor auf süß, diese Award-Winner-Karte von Ter Stegen. Oh, ey. Dachte, du hast safe auch Varan. Weil du eben noch meintest, boah, Ginola wird wichtig für die Chemie oder sowas. Irgendwas meintest du da, ich weiß nicht mehr ganz genau, oder ich habe es mir eingebildet. Deswegen habe ich Varan aufgeschrieben, dann bin ich mit Maldini-Icon gegangen, mit Van der Sar-Icon. Und irgendwie ist es witzig, weil ich habe auch Schweini auf der Tafel. Also Schweini kann auch raus.
Schwein ist halt momentan mit Abstand der teuerste Innenverteidiger, ne? Bei dem ist ja irgendwie klar, dass man den noch hat, wenn man ein paar Münzen braucht. Gut, dann hau ich den mal auf die Bank, dann besorge ich noch Matthias, dann besorge ich da noch einen Bronzespieler. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich habe trotzdem Teambau gewonnen. Das ist die positive Nachricht. Glückwunsch. So, ihr seht die fertigen Teams. Die Bronzespieler werden Auge machen fürs Diskarden, wenn die Leute von der Bank reingetauscht. Ich glaube, wir haben beide Teams, mit denen man zufrieden sein kann. 50 Mio kosten die an sich. Also ein bisschen weniger, dadurch, dass ein bisschen was gesniped wurde. Aber was ist das für gottlose Karten hier? Wie viele 99er laufen hier rum? Oder wie viele verrückte Spieler? Oh, ich bin sehr gespannt. Ah, mal gucken, ey. Wo sind die Schwachstellen? Ah, das sieht gar nicht gut aus. Zwei Schwachstellen sehe ich. Okay, ich weiß über. Ah, gut. Gut. Okay. Ich bin gespannt. Jawohl. Ah. Hurri! Oh mein Gott. Perfekt gemoved. Aber krank rausgespielt. Oh, okay, gefährlich. Jetzt habe ich meinen Move-Joke auch schon aufgebraucht. Der war wirklich sehr stark gemoved, ey. Zeig. Nein, was? Ich kann Mbappé den nicht machen. Boah, direkt zwei kranke Chancen, ne? Das geht gar nicht gut los hier. Leider zittern vom Tor. Oh, wichtig. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Oh mein Gott. Komm, Messi. Messi. Oh mein Gott. Ja, wichtig, wichtig. Nein. Sehr gut. Nein. Ja, und gewartet. Ja, Mann. Sehr gut. Oh mein Gott. Oh. So schlecht heute auf Messi. Messi. Trotzdem perfekt. Ja, Mann. Mm. Geil. Torwart mit so einem Hackenpass. Oh mein Gott! Was hat der da gemacht? Bruder, der Torwart. Der Torwart dachte, er wäre CR7 Prime oder so mit dem Hackenpass. Ist er auch. Kein Pass, ey. Oh, kein Aus. Oh, warum auf ihn? Nein, geblockt. Nein, auch sogar nicht mal Ecke. Oh mein Gott. Nein, das kann doch nicht sein, ey. Ey, Hilfe. So wichtig. So gut. Auf Keeper? Ja, Keeper macht ihn jetzt ein. Oh mein Gott. Der war sogar knapp. Spiel ihn, Keeper. Und nochmal. Und nochmal wie vorhin. Ja, Mann. Ja, Mann. Macht er gut. Macht er gut. So, nächstes Mal musst du kurz safe. Jetzt weißt du es ja. Jetzt machst du nächstes Mal lang. Oh, wow. Gerade kommt. Richtig gut. Er schiebt jetzt einfach gar Nein! nicht. Das hat's richtig gebracht, ey. Ich hab so gehofft, dass er irgendwo hingeht. Nee. Diesmal gar nicht. Boah, gerade aber die ersten 18 Minuten gehören dir, sag ich dir ehrlich. Boah, da ist er durch. Da ist er durch. Nein, du hast kurz verstellt. Oh, wie schlecht von mir. Let's go. Let's go. Ja, nein. Ja! Nein! Oh mein der Gott. Doch frei. Oh. Nein! Hey, der sollte eine Ballrolle machen, nicht so ein Hackmack. Oh, Bruder, hat dieser Lothar Matthäus das so sch- Oh mein Gott, Schiri, ich liebe dich. Ich hätte nicht gepfiffen. Jawohl. Matthäus hat so ein stressiges Gefühl. Nein. Nein! Oh mein Gott. Mal. Ich habe genau den mal zurückgemoved, aber es war zu spät. Ich habe noch gesehen. Hey, so- Der stand sehr lange ja. Eigentlich. Ah, über meinen Bronzeverteidiger verteidigt alles und Matthäus hat nur Stress einfach, ich check's nicht. Ja! Was? Spiel noch vorbei! Was? Tschüss, geht einfach nur schon. Es geht noch weiter. Was passiert hier? Nein! Oh mein Gott! Ich dachte, Digga. Du movest den wieder, Bro. Oh mein Gott. Ja, Boah, fettes GG, Mann. War echt ein geiles Spiel. GG. Ah, ein Discard bei dem Team. So ein paar Mio safe. Ach, shit. Komm. Ja, okay. Mach. Alle guten Spieler sind wieder drin. Ihr seht es. Alle geilen Spieler sind wieder am Start. R9. Ist halt jetzt noch Dream Squad. Wer sieht da oben die Coins mehr vorhanden, um ihn zu holen? So, wenn er jetzt getroffen hat, dann hole ich den direkt. Ich hätte noch fürs Team holen können. Ja! Ja. Kein Plan, ey. Ein Discard 50 Mio Team. Kann wehtun. Soll ich loslegen? Nächstes Mal einer, ne? Aber noch geiler natürlich gewesen, wenn ich gar keinen gehabt hätte und nicht bei dir gesnappt hätte.
Man muss sagen, du spielst echt krass, ey. Du meinst ja auch voll, du hast schon 19 Siege und alles cool, regelmäßig, deswegen. Ja, war ein sehr geiles Spiel auf jeden Fall. Respekt, Danny. Also, hätte auch anders ausgehen können. Ich glaube, war alles drin in dem Spiel. Aber fettes GG auf jeden Fall an dich. Digga, Mann, das sind genau die Matches. Ich kenne das, wo man auf einmal 10 Millionen diskardet. Soll ich einfach raushauen oder soll ich dich ein bisschen zittern lassen? Mach einfach. Mann. Okay. Weißt, egal. Ich habe nur mein Leben abgeschlossen. Als Ronaldo Footies ist, ne, den kann ich nicht mal wiederkriegen, weißt du, weil er nie auf den Markt kommt. Das wäre Game Over. Alles andere würde ich sogar jetzt gerade sagen, mach einfach. Okay. Also wir haben ja beide ein paar coole Formationen dabei gehabt, ne? Beide mit einer Dreierkette. Und deswegen kann ich dir schon mal sagen, ich gehe in die Verteidigung. IV. Jetzt frage ich mich nur rechts, links, Mitte. Ich glaube, wenn ich einen passenden Spieler hätte, würde ich ihn auf links oder rechts tun. Deswegen entscheide ich mich für den linken Innenverteidiger. Boah, ist still. Digga, nein, ich bin erleichtert, ich sag ehrlich. Echt jetzt? Na, es ist nichts, worüber man sich freut, weißt du, aber wenn man sich das restliche Team anguckt, geht das auf hin. Es sind knapp 3 Millionen Münzen, ja, Touré Footies, weißt du? Aber es ist kein Ronaldo, es ist kein Messi. Er ist, glaube ich, genau in der Mitte. Es gab 5, die teurer waren, es gab 5, die günstiger waren. So. Ich kann damit leben. Echt. Und erst recht, weil die anderen Verteidiger teurer waren. Van Dijk 5 Mio, Mbappé 6 Mio waren noch in der Verteidigung, Touré 3 Mio. Wow. Ich dachte, jetzt kommt so ein 1 Mio-Spieler einfach Touré 3 Millionen, Bro. Ey, das ist heftig. Ich brauche eine SBC. Sein erstes Match für mich, vielleicht auch sein letztes. Er hat sogar ein Tor gemacht, er hat stark gespielt, weißt du, aber ich habe gehofft, dass ich mittlere ZM oder Angriff vielleicht, wobei ich hatte nicht mal genug schlechte Spieler, um die überall hinzustellen. Ist okay, ich brauche eine SBC. So, SBC ist gebaut, der Bruder ist drin. Man muss halt ehrlich bedenken, ich hatte keine Bronzekarten, also ich hatte viele teure Karten. Klar, ich hatte auch ein Testing, der 100k wert war. Und so eins, weil die jetzt nicht so fresh waren. Aber, Digga, am wichtigsten ist mir, dass ich Ronaldo behalten kann, weil diese Karte hätte man nie wieder bekommen. Und ja, aus dem nächsten 99 wäre ein bisschen cringe gewesen, deswegen Touré. Ich bin es gewohnt, ein paar Millionen zu discarden, deswegen ich mach das einfach, ich mach ihn weg. Er ist weg, Touré ist rutschen gegangen. Vielleicht bin ich sogar der Erste in ganz FIFA 23, der Touré discardet hat, was hier sogar eine neue Karte ist. Auch was Cooles. Leute, checkt Jack ab, Link zu in der Beschreibung. Lasst gerne ein Like da. 30.000 meintest du, ne? Ja, wow, safe. Für dieses verrückte Match. Ey, man gemerkt, wir haben beide gesittert. Wir haben die Chance gar nicht genutzt. Und es war ein knappes Game. Und ja, wobei, mir fällt gerade auf, selbst wenn es nicht die Extreme-Variante gewesen wäre, Touré war ja in meinem Team. Das hat sogar gar keinen Unterschied gemacht am Ende beim Discarden. Mhm. Aber fürs Feeling war es was anderes. Und bei Jank gibt es auch nochmal die Extreme-Variante. Und ja, haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.